They hate the light. Sie hassen das Licht? Wer? Dosenöffner? Wer hasst das Licht? So. Ach komm, mach doch auf. Heute mal wieder ein bisschen looten in der Folge. Frische Schokoriegel, ja. Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer ganz kurzen, gemütlichen Folge The Long Dark Winter Mute. Heute ist Halloween. Ich nehme die gerade noch vor einem Halloween-Stream auf. Nicht von meinen, aber ich bin, wenn wir jemanden zuschauen und da möchte ich ganz gerne dabei sein und ja. Ich habe jetzt noch ganz kurz 25 Minuten genau Zeit, um die Folge aufzunehmen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir letzte Folge gemacht haben, aber wir waren in dem Haus. So viel weiß ich noch. Wir waren hier drin. Und es war spooky. Das weiß ich noch. So. Dann gehen wir da raus und dann laufen wir wieder weiter. Da, wo wir eigentlich hin müssen, ne? Oh, Alter. Achso, ja, und es wird Nacht. Sehe ich gerade. Und es hat ein Update gegeben bei der Long Dark. Also es könnte sich etwas verändert haben. Die Lampe brauche ich nicht mehr. Wie komme ich denn hier raus? Hier ist bestimmt alles abgesperrt, ne? Da hinten nicht. Gut. Es gibt jetzt die 4-Tage-Nacht zu Halloween. Mal schauen, ob ich die schaffe zu spielen. Mal schauen, mal schauen. Und die Episode Nummer 3 ist raus. Vom Story Mode, also vom Winter Mute. Die werde ich auch spielen, aber ich glaube, ich werde eine kurze Pause machen. Zwischen Episode 2 und 3. Ja, wieder in den Stecken geblieben. Denn nicht Düse im Sausage-Shit. Bring dir Fleisch mit. Dann glaube ich noch irgendwas mit Himmelsritt. Oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh, da ist er wieder. Oh. Es wird Nacht. Es ist ganz schön duster hier, aber es sieht echt geil aus. So, wir gehen in die richtige Richtung. Gut. Rohrpflanzen, okay. Rohrkolben, Rohrpflanzen, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die heißen. Und da kommt das Wölfchen wieder. Und will sich einen Hirsch holen. So, weg mit dir. Ich lag gleich mal nach. Ja, wieder eine Kugel. Toll, dass jede zweite Kugel Müll ist. Jede zweite Patrone, mehr oder weniger. So viele Schuss haben wir nicht mehr. Wahrscheinlich draußen rum. Nicht gut.
Nicht gut, wenn ich draußen rum muss. Ich esse mal ganz kurz was. Ich vermute mal, wir haben hier noch gut Fleisch mit. Ja. So, dann trinke ich noch was. So. So, lululululu. Und jetzt wird's Nacht. Mein Handy vibriert. Cool. Ja, WhatsApp. Passt schon. Ich hoffe, dass im normalen Story-Modus nix ist. Halloween-technisch. Das würde ich nicht so geil finden. Hochsitz. Gut. Ist hier was? Eine Schlinge. Ich werde hier mal pennen gehen, ganz kurz. So. So gut wie geht. So lange wie geht, mehr oder weniger. Gut, gut. So. Nehmen wir wieder mit. Und es ist noch Nacht. So, wir haben etwas Wasser. Dann wieder ein Stück Fleisch. Noch eins, weil... Ja, warum nicht? Nochmal voll trinken. So. Dann sollte es auch schon hell werden. Ich muss da außen rum gehen. Weil ansonsten wird das nicht. Ja, wird das nichts. Deutsch. Oh, da ist eine Brücke. Okay. Da ist ein Zaun. Und da ist ein Gitter vom Zaun. Ein Gitter vom Zaun. Ein Tor im Zaun. Echt. Okay, dann muss ich wahrscheinlich darauf und ja. Gut, soll ich da offen lassen? Ich lass mal offen. Weil, was soll schon sein? Entweder der Bär ist hier drin oder er ist nicht hier drin. Und wir erfrieren schon langsam. Sehe ich gerade. Es ist nicht so warm. Oder hat es wieder einen Bug gegeben? Oh, nee, wir sind einfach nachts. Oh, nicht gut. Ich hoffe, wir sind gleich bei der Hütte. Hier können wir uns wieder schön gemütlich aufwärmen. Ja, genau. Ist wieder eine Nacht überlebt. Schön. Da liegt ein Baum so, als würden wir raufklettern können. Was ist das? Das sieht nicht so nach Stein aus. Musik.
Ist das da oben? Nee, ich glaube, das sollte ich nicht drauf. Okay, hat kurz gespeichert. Da haben wir ein Wölfchen. Wieder mal. Ah ja, wir riechen ja noch. Warum schieße ich so oft daneben? Oh ja, da hinten ist es. Da hinten ist es. Schön ist es hier. Gefällt mir gut. Da weht noch eine kanadische Flagge. Wow. This must have been really nice once upon a time. Ja. Ich habe vorhin so viel COD gespielt. Ich wollte gerade instinktiv auf meine mehr oder weniger Short Range Waffe wechseln, bevor ich ins Haus reingehe. Now, define that spear. Oh. Das wollte ich nicht ablegen. Ich wollte. Ah ja, das war hier. Die hier wollte ich nehmen. Weil ich meine, man zieht zwar was, aber man zieht nicht die Welt. Oh. Erdnussbutter. Oh. Gear starting to slow me down. Ja. Sturmlaterne. Kräutertee. Nee, nicht den Tisch. Ich will die Salzcracker, die da liegen. So. Wie viel Zeug die einfach haben, ne? Holzbrikett. Wow. Oh, der Ofen. Alter. Ich heiz meinen Ofen ein, glaube ich, und schmeiß meine Kleidung nebenbei hin. Das könnte ich machen. Dann kann ich auch ein bisschen holzlos werden. Und somit ein bisschen Gewicht. Gut. Ausziehen. Achso, ich kann gleich ablegen machen. So. Gut, ich hoffe, es geht nicht gleich weiter, wenn wir den Speer finden. So, ich glaube, die kann ich... Oh, es ist wieder sehr dunkel. Ich dachte... Ja, ich dachte. Das war das Problem. Geh mal rauf. Mach aber die Lampe wieder an. Hier draußen, da drin.
Da. Ist das unten? Hä? I don't know. Was ist hier gerade passiert? This'll come in handy. Brauchbare Windjacke. Spitzsocken. Eine Truhe. Oh. Oh. Gewehrmunition. Oh. Werden wir denn das brauchen nachher? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass wir das dann gleich brauchen werden. Verband. Okay, ich dachte, da war noch was. Aber nein. Tisch. Signalpatrone. Nähzeug. Arbeitsstiefel. So. Okay. Zieht er das automatisch an? Okay, das ist auch schlechter. Sieht so aus, als würde er das neue Zeug gleich anziehen. Boah, 2,6 Grad Windschutz. Das ist nicht schlecht. So, also. Jetzt guck mal in den Keller. Okay. Natürlich nehme ich die Taschenlampe. Oh. Batterie ist leer. This pack is getting too heavy to carry. Cool. Taschenlampe ohne Batterien. Toll. Da können wir nicht reinschauen. Gut. Ein Schusswaffenputzset. Geil. Und ein Kletterseil. Kartennotizen eines Waldflüsterers. Kommt zur verlassenen Hütte am Rande des Rätselseeparks. GPS-Koordinaten unleserlich. Wir müssen diese Kraftausdruck von Porea Haus aufhalten. Oh, das sind Schutzhandschuhe. Das sah gerade sehr nach Hände aus. Oh, das waren viele. Das letzte Seil lasse ich da. Die Musik ist sehr bedrohlich.
Weißt du, was ich jetzt mal mache? Erstmal mache ich die Lampe aus. Und dann. Ach, 10% das Gewehr. Das dauert ja ewig. Das dauert echt ewig. Also 12 Minuten. 12 Minuten, 3%. Ich hoffe, man hört das im Hintergrund nicht. Oh Gott. So. Ich hoffe, der Schusswaffenputzer geht vorher nicht drauf. Können wir das auch reparieren? Das hat noch 55%. Also es nützt sich auch gut ab. So, einen Moment. So, ich gucke gleich, ob wir das Set reparieren können. Oh, kaputt? Okay. Bei den Tools ist es dann bestimmt drin. Genau. Nö, kennen wir nicht. Schade, schade. Ich hoffe, wir finden noch eins. Und wenn das so weitergeht, werden wir mit einem nicht lange auskommen. Beziehungsweise wird unser Gewehr sehr schnell wieder, ja, unsauber, sagen wir so. So, machen wir noch ganz kurz, bis es hinüber ist. 5%. Okay, ist kaputt. Gut, gut. Dann haben wir das Gewehr auch wieder gut auf Vordermann. Okay. Beschaffe den legendären Speer aus der... Ich weiß nur nicht, wo der ist. Ich guck da gleich nochmal. Okay, das ist sogar besser. Auch windtechnisch. Oha. Die Handschuhe sind immer richtig gut, ja. Reparieren wir ganz kurz. Dann sind die wieder bei 100%. Boah, geil. Geil, geil, geil. So, und die anderen werfe ich gleich weg. Oh, hab ich eh schon? Gut. Das natürlich jetzt auch weg. So. Ich bin zu schwer. Wo ist der Speer? Wo ist er? Dann möchte ich diese Folge noch ganz kurz finden. Hier drin ist er nicht.
mach ganz kurz wieder die Lampe an. Weil ohne ist es irgendwie doch etwas sehr dunkel. Da liegt noch eine Gewehrpatrone. Da liegt auch noch eine Gewehrpatrone. Hier drin ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Wir sind so langsam, weil das Zeug so schwer ist. Alter, was 70 Kilo. 70, 50. Heilige. Das ist alles gut. Das. Das Zeug war schon ganz fertiges, können wir absolut ablegen, weil das brauchen wir eh nicht. So, Fleisch haben wir hier. Hier haben wir auch noch eins. Angefangen ist. So. Und die Lampe ist gleich hinüber. Habe ich noch welches? Ne. So, hi nochmal. Ihr seht gar nichts, weil meine Platte ist voll. Und ja, deshalb hat es die Aufnahme abgebrochen. Ich konnte die Aufnahme retten, beziehungsweise sie war noch zu verwenden. Ich hatte mega Glück, weil normalerweise ist das eher schwierig. Aber ja. Gut, den Speer, genau, den goldenen Speer oder den alten Speer. Ich glaube, dass der alte Speer einfach war. Dann finden wir einfach nächste Folge, sage ich jetzt schon mal, weil wir werden den ganz bestimmt finden. Hoffe ich mal. Und ja. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, haut rein, ich bin raus und ciao, ciao.